Ja, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Schildkrötenmann. So, in der letzten Folge, da haben wir herausgefunden, wo sich der Balknis befinden könnte. Und zwar zum Gletscher, nördlich von Severt. Aber davor habe ich erstmal eine monströse Trainingseinheit hinter mir. So, ich weiß nicht, 6-7 Level sind wir, glaube ich, hochgestiegen. Und ich habe es vollkommen übertrieben mit den Titeln aufleveln. Ich habe so hier die ganzen Attacken und so habe ich alles hochgelevelt, außer ich habe das so gemacht. Ich habe immer nur hier so Sachen wie Kritschrate und so. Ich habe nur so trainiert, bis ich Kritschrate und diese ganzen Bonus hier bekomme trainiert. Aber ich habe nie irgendwie neue Fähigkeiten für die ganzen Angriffe hier freigeschaltet oder neue Techniken gelernt. Also ich habe noch genau die gleichen Techniken wie vorher. Ich habe nur vollkommen mit den trainierender Titel ja übertrieben, weil die Bosskämpfe sind doch schon ein bisschen hart auf dem schweren Schwierigkeitsgrad, deswegen gerade auch hatte ich keinen Bock mehr, immer den Hintern versohlt zu bekommen, deswegen habe ich jetzt ein bisschen vorgesorgt. So, wir machen jetzt weiter. Übrigens, ich bin jetzt hier am Aufnehmen mit einem neu installierten Aufnahmeprogramm, was genau das gleiche war wie vorher, das ich aber wieder neu installieren musste. Deswegen hoffe ich, alles läuft noch hier wie am Schnürchen. Weil wenn jetzt schon wieder Schwierigkeiten kommen oder so, dann kriege ich ein Problem, weil dann muss ich schon wieder alles neu umstellen und darauf habe ich keinen Bock. So faul bin ich. Egal, weiter. Wir müssen jetzt eigentlich die Gegnermassen durchbrechen. Let's hope reaching the Valkanus is equally simple. Bis der nächste Boss kommt, dann kriegen wir einen in den Hintern getreten. Aber ich glaube, Titel sind noch alle so ausgerüstet, wie ich sie haben will. Ich tue jetzt auch nicht extra die Titel und so anzeigen oder so, was ich hier trainiert habe und so. Und egal. Nur so, keine Ahnung, ganzen A-Dinger und B-Arzt. Schon wieder eine Woche her und ich habe das komplette System des Spiels vergessen. E-Arzt, mein Gott, genau. Nicht B-Arzt. Ich glaube, sie ist im Japanischen. Oh ja, genau. Da dieser Eisfall, der steht uns im Weg. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Dafür benutzen wir das hier. Ihr habt ja gerade gesehen. Wenn ich das hier so die Rampen runterschiebe, dann gewinnt es an Geschwindigkeit. Und dann kommt Physik. Und dann kommt Bams. Dann kippen Sachen um. Oh Gott. Ich will nicht über Physik reden. So, Männerzauber. Wir haben was Neues für Malik. Weiß nicht, ein paar Sachen habe ich auch noch, glaube ich, geschmiedet. Den Doofwas erfinden sich Männer neu. Es spendet ihm magisches Selbstvertrauen. Wirktempo plus 10%. Okay. Ja, wie gesagt, die Accessoires hier, die sind jetzt nicht so der Renner. Ach, ich brauche schon wieder ein Ding. Dann kommen wir zurück. Brauche ich mir alle Gesetze besiegt und schiebe mich einen glatten Abhang wieder nach oben. Ja, wir müssen eigentlich hier locker durchbrezeln. Zur Not, wenn ich immer noch unter Level bin, habe ich sogar noch so Download-Items, die Level erhöhen, welche ich aber ungern benutzen würde. Ich glaube, ich habe einmal 5 und einmal 10. Keine Ahnung, habe ich mir irgendwie so Punkte geholt von Namco Bandai auf der Seite. Immer mal ein neues Spiel. Ja, gekauft, da kann man das ja registrieren, da bekommt man Punkte und irgendwann kam so eine Aktion, da kamen alle möglichen Sachen und da habe ich mir die meisten Sachen geholt. Zack! Erster Kampf! So, das hat man auch gekauft. Wir kriegen trotzdem voll aufs Maul. Weiß ich ja, wir haben irgendwie immer noch voll aufs Maul bekommen die ganze Zeit. Und Zufallskämpfen, also richtig überlegen sind wir nicht. So, jetzt werden wir neue Sachen nämlich. Überschreiten, mehr SK. Yeah. So, nächstes. Jetzt habe ich mal ein paar neue Sachen ausrüsten, die ich vorher nicht ausrüsten konnte. Phantomimpuls, Mondlichtkreis. Das ist auch nicht schlecht alles. Und die meisten Sachen sind schon alle gemeistert. So, irgendwann auf Level 5 würde ich gerne bringen. Dann kann ich die nämlich wieder leveln. Und maximieren.
Aber anscheinend haben wir nichts. Frostbrecher, Mondlichtkreis. Ja, das könnte irgendwann nützlich werden. Donnerbeben. Boah, keine Ahnung. Hätte ich eigentlich so schon leveln können. Ja, ich tue mal hier die ganzen Dinger. Steine und so alles. Bestimmt irgendwann nützlich. Sternbrecher, cool. Ja, soll der Melik steuern, ne? Das hier soll, aber passt doch besser. Das ist ja seine Region hier, sein Teil der Geschichte hier. Na, hier ist wieder so ein Ding, hier auch. Aber hier ist eine Entdeckung. Regenbogen-Eispfeiler. Cool. Die Zeit läuft davon. Interesting. It looks like the center of this mountain is hollow. If that's the case, then the Valkanist totally has to be here. How so? Because the ancient Amarcians supposedly supplied the Valkanist control unit. So I figure they built a chamber to house it or whatever. Captain Malik, why won't Kurt just listen to reason and stop the experiment? Doesn't he know what could happen? Well, it's because this country is running out of time. But I don't understand. If the experiment fails, everyone could be hurt. Even worse, everyone could be killed. Yes, but if they don't take action, that will be their fate anyway. Whether through starvation, war, or failed experiment, the final result is always death. That's why they cling to any shred of hope, for a chance to change things around. But we still have to stop them. No matter how much they resist, we cannot allow this experiment to proceed. Genau, wir verhindern, dass sie einen schnellen, schmerzlosen Tod sterben und sorgen dafür, dass sie einen längeren und viel, viel schmerzhafteren Tod noch vor sich haben. Wir sind die Helden dieser Geschichte. Ja, schön. Aber egal, irgendwas müssen wir ja machen. So, wir haben hier was Schönes wieder gemacht. Jetzt wieder das Ding hier hochschieben. Und das gleiche nochmal machen. Boing. Oh, oh. Ja, die machen schmerzhafte Geräusche, wenn die umfallen. Aber ich dachte, die haben natürlich... Was ist das aber? Los, Zauber irgendwann. Eisspitzen und Staub. Luftdruck, genau. Ist welche angreifbar? Oh, Speckbarkeiten. Wieso komme ich jetzt zum Zaubern? Als ich trainiert habe, kam ich mit Melik überhaupt nicht zum Zaubern. Ich mal hier tun, ist doch viel besser. Man kann wohl doch eine Katze dazwischen. Oder was? Fühlt nicht schlecht. Okay. So, aber hier einen starken Knochen. Geil. Ja. Der Nase juckt schon wieder. So warm. Warum ist es so warm im Sommer? Ich hasse, jetzt kann es nicht so kalt sein wie hier. Oh, oh, oh. So, noch irgendwo was. Stay sharp, even against jumps. Vergiss jetzt andauernd. So. Übrigens, die Musiker hat herausgestellt, dass die eigenen Charaktere, also computergesteuert sind, die einsetzen. Mit dem wir nicht andauernd vermatteln. Weil immer wenn die Mystic Arts einsetzen, dann werden irgendwie Zauber und so weiter alles abgebrochen und dann ist mit Training ein bisschen blöd. Were they lost? No, that's not what I meant. Was hast du denn dann gemeint, Hubert? Wir verstehen es nicht. Sophie versteht es nicht. Ein Elementarband, geil. So. Ah, ja. So gut. Ja, auch wenn ich jetzt schon genug trainiert habe, hätte er noch lange nicht, dass ich die Gegner hier auch ignoriere. Jeden Gegner, den ich begegne, den werde ich auch bekämpfen. Außer genau das Ding hier. Außer irgendwann in späteren Gebieten, wo, keine Ahnung, wo massig Gegner sind. Wo man sich andauernd verirren kann und so, und das wird nervig. Ich glaube, ich spiele nicht runter, weil sonst geht es sogar ganz runter und dann kann ich hier schon wieder hochschlitten, ne? So, komm her. Njum. Zack. Bams und weiter geht's. Hi, du
Moron. Ah, ich will auf die losgehen. Aua, aua. Mann, Zauber von dir, ne? Kannst du es wagen? Das sind Smorons mit so Millenniums-Augen. Was hat das für eine Bedeutung? Wollte Pokémon irgendwann mal mit Yu-Gi-Oh! Zusammenarbeiten oder was? Ja, solche Fragen, das sind sehr wichtige. Wir gehen hier lang. Glaube ich. Ja, Volltreffer. Wir haben gewonnen. Ein gutes Heldenmodus. Dieses Zauberbuch steht bei jedem Sieg bei einem hochrangigen Feind Elef wieder. Ja, okay. Brauche ich nicht. Na, der Mixer hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich weiß ja nicht, wie viel er dazu bekommen hat. 300, 400. Ich glaube, der wartet noch unter 2000. Bevor ich mit der Trainingssession begonnen habe. Glaube ich. Mal dran gedacht. Letzter Schauer. Ah, hier. Dein Schuss. Ich denke, ich habe die ganze Zeit. Welche Angriff ich einsetze. Wenn ich die Titel dafür bekomme, jetzt soll ich einfach irgendwas einsetzen. Ich habe jetzt genug darauf geachtet, jetzt wird einfach. Fest entschlossen. If this experiment ends up failing, it could lead to war with Windor. Don't worry, I'll stop Kurt. I promise you that. I feel the same. My invention was totally behind all of this. And on top of that, I don't want my sister to end up a criminal. I'm pleased that everyone understands what they must do. Doubt will only hinder us. Now let us proceed onward. What I must do is stop Richard. I don't want to fight. I won't fight. There has to be another way for this to all end. I know there is. Ah. Ich hätte gedacht, dass sie gerade am meisten am Nachdenken ist über solche Sachen. So. Natürlich, okay. Warum auch nicht? Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Ja, wo ist so ein verdammtes Ding? Ach ja, okay. Kann ich den auch mal rausholen? Ja, du musst. Jetzt komme ich nicht dadurch. Du musst da lang. So, hatten wir hier noch. Oh. Egal. Ein Horn produziert. Geil. Boah, mein Gott, ich muss ja überall das scheiß Ding hier. Hinballern. So, kannst du irgendwie da unten schon ankommen? Jawohl. Zeit gespart. So, weh, ich muss halt noch. Oh ne, geht da nicht, ne? Ich kann halt nicht über diese Brücke da. Schrägstrich. Gänsefüßchen Brücke. Da irgendwie hinballern. Ich hoffe, der Sound ist noch richtig gut, weil muss ich auch wieder alles umstellen. Ich fand ehrlich gesagt, das ist besser geworden. Man konnte irgendwie lauter einstellen, den Ingame-Sound, meine Stimme auch. Na, ich hoffe, ich habe das jetzt gut abgestimmt. Ich habe eine Testaufnahme gemacht, schon ein paar Minuten, aber das klappt ja immer noch. Aber jetzt darf ich das ganze Ding nochmal darüber stellen. Ein Meister-Tonikum mit mehr FP brauche ich nicht. Obwohl, irgendwann. Nee. 300 FP, da bekomme ich in einen Kampf. Wenn es mal 3000 FP gewesen wären, dann ja. Aber sonst nein. Jetzt den ganzen Weg wieder. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert. Er sieht aus, als würde er es schieben. Aber okay. Er schiebt. Er zieht mit einem Schiebe. Dingen. Ich habe keine Ahnung. Mal. Keine Ahnung, worauf ich jetzt hinaus wollte. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Es sieht nicht normal aus. Mein Gott, so will ich das. So, jetzt haben wir es. Oh. Hab ich jetzt eigentlich schon geguckt, was da ist? Nee, ne? Ja, da geht's, glaube ich, weiter. Dann. Muss ich das Ding hier. Ma!
Mit so einer Art. So. Ah, so. Schon wieder so. So, Wort des Tages. So. Gut. Ein Heilmitteltrank, super. Wesens hat sich's gelohnt, ne? Oder weiter, ich glaube. Nein, links tun es weiter. Weil das ist auch irgendwie der einzige Weg, wo ich noch nicht war. Deswegen, ja. Muss ich ja da weiterkommen. LF, geil. Sind die Monster alle? Nichts. Ja, ich glaube, wir sind dann schon gleich da, wo wir müssen. Jetzt die Reise fort. Nein! Ich wollte noch nicht weiter. Ich wollte nur mal kurz gucken, was da ist. Ich muss mal gucken, ob die Aufnahme geklappt hat. Aber lass mich noch mal zurück, bitte. Die dürfen uns nicht sehen. Ich hoffe nicht dahin. Ernsthaft. Geh wieder zurück und lass mich speichern. Nein, noch nicht anfangen. Lass uns da erstmal speichern. Ich hasse euch. Ich hasse euch. What is this nonsense? Nothing's happening. Increase the power. Maximum Power. Come on, we have to stop them. Aber erstmal müssen wir speichern. Ihr könnt mich mal. Geht in die andere Richtung, verdammt. How did you find this place? Kurt, you have to stop the experiment. Seize the intruders. Verdammter Dreck. I want pull punches, Kurt. Aha. Jetzt kann ich doch nicht. Jetzt hatten die schon einen Dialog begonnen, verdammt, egal. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir gegen Kurt kämpfen. Und da wird lustig. Weil ich glaube, das ist einer der stärksten Bosse im Spiel. Also der stärkste zu besiegende Bosse. Na, egal, bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Part.